Sehr geehrte Damen und Herren, morgen wird der Merck Kagehashi Literaturpreis der Firma Merck und des Goethe-Instituts an Herrn Brunwader, den Übersetzer von Arno Schmidts Erzählung Seelandschaft mit Pocahontas, verliehen. Und wie es dem Modus der Preisverleihung entspricht, Ihrem Autor. Ich werde die Ehre haben, für die Nachlassverwaltung des Autors, die Arno Schmidt Stiftung, die von Arno Schmidts Witwe, Alice Schmidt und mir gegründet worden ist, den Preis entgegenzunehmen, die Ehre und die große Freude. Arno Schmidt wurde 1914 geboren, er starb 1979, in diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt. Dieser Jahrestag wurde in den Feuilletons der Bundesrepublik Deutschland weit besprochen. Nicht jeder hätte vielleicht dem gesehen, was die Zeitschrift Die Zeit als Untertitel über den von Walter Kempowski verfassten Nachruf auf ihn schrieb, der bedeutendste deutsche Schriftsteller der Nachkriegszeit sei gestorben. Aber alle hätten und haben von einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gesprochen. Es war Arno Schmidt, der nach 1945 eine Prosa schuf, die nicht einfach Anknüpfung oder Abgrenzung war, nicht also in Abhängigkeit von Vorbildern so oder so geschaffen, nicht im Sinne des Es wird wieder erzählt oder Der Roman ist tot. Bis zum großen Jahr 1959 vergingen noch 10 Jahre, und als Arno Schmidt den Fontane-Preis erhielt und Günter Grass die Laudatio hielt, sagte er anschließend zu dessen Frau: Wir kommen alle von Arno Schmidt her, es sagt nur keiner. Manier war das Einzige, was manchen zu Schmidts Prosa einfiel. Was auffiel, waren Stilfiguren, wie sie auch im Expressionismus vorkamen, unübliche Substantivierungen von Verben oder Transformierungen von Substantiven in neue Verben. Oder es wird die Welt nicht als Aschengrube bezeichnet, sondern der Welt wird ein entsprechendes Adjektiv beigesetzt: Aschengrube Welt. Seit etwa 10 Jahren hat sich die Öffentlichkeit mit dem Fotografen Schmidt, das heißt vor allem mit dem Landschaftsfotografen, beschäftigt. Auch dort vor allem Menschen leben. Landschaften, die sich selbst genug sind. Große Rundumhorizonte, kahle Felder, sich verlierende Waldwege, kleine Haine, die sich dem Betrachter absichtsvoll zu verschließen scheinen, Farben, einzelne Blumen, Wasser. Eine zu der Zeit fast avantgardistische Fotografie, wie Fotohistoriker konstatieren. Aber Schmidt stand in keiner Beziehung zu dem, was zu seiner Zeit in der Fotografie so gemacht wurde. Es ist derselbe Blick in die Welt. Einmal wird er Sprache auf dem Papier, einmal durch die Linse einer technischen Apparatur fotografiert. Schmidt hatte nämlich eine scheinbar autoritäre, in Wahrheit herrisch-verführerische Art, die erste Person Singular einzusetzen. Die Stimme dieser ersten Person Singular tönte für manche Leser so laut, dass sie alle Kontexte übertönte. Und die Frage, was wohl die Stimme der handelnden Person aufgrund der ihr zugedachten Roman geschaffen hat, oder was die Stimme des Autors, der manchmal durch die Romanperson hindurch sprach und sehr eigenes verkündete, sei, was der Romanfigur nicht ohne weiteres zuzuschreiben war. Und wann man argwöhnen konnte, der Autor bediene sich der Figur, um etwas zu sagen, wonach ihm nun einmal war, und dass er in anders verfasster Prosa seinen Namen darunter gesetzt hat. So wurde jedenfalls deutlich, Schmidt war Antimilitarist, hatte eine tiefe Aversion gegen das Christentum, schien politisch allgemein irgendwie links, schien sich auch der literarischen Avantgarde zuzurechnen, was zuweilen scheinbar mit konservativen Vorlieben in Literatur und Kunst kontrastiert. Ferner war eine gewisse Freizügigkeit in Erotizis nicht zu verkennen, sowohl in dem, was beschrieben wurde, als in dem, wie es beschrieben wurde. Der Beischlag findet in Schmidts Büchern bis auf eine Ausnahme ausschließlich zwischen Unverheirateten statt. Und im Roman Das steinerne Herz leben am Ende zwei Paare zusammen, wobei der eine Mann seine langjährige Geliebte zu sich holt, der andere die Ehefrau des Ersten übernimmt. Die Seelandschaft mit Pocahontas, eine der schönsten, traurigsten und ungebärdigsten Liebesgeschichten, vielleicht nur nicht nur der modernen deutschen Literatur, ich wüsste nur, wie war Arno Schmidts Lebensweg bis hierhin verlaufen? Erlauben Sie mir, in Stichworten abzuhandeln. Geboren wurde Arno Schmidt in Hamburg als Sohn eines Polizeioffiziers, ein Kind des unteren Mittelstandes,
das in einem Arbeiterneubauviertel zusammen mit seiner Schwester aufwuchs. Erinnerungen an diese Kindheit finden sich in seinem letzten vollendeten Roman Abend mit Goldfried. Lesen lernte Arno Schmidt früh Jules Verne und Karl May, in etwas späteren Jahren Edgar Allan Poe und Friedrich de la Montfouquet, aber auch Christoph Martin Wieland sind die Namen der Autoren, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Mit letzteren hat er sich sein Leben lang immer wieder befasst. 1928 stirbt der Vater. Die Mutter zieht mit den beiden Kindern nach Lauban in Schlesien, woher die Familie ursprünglich stammt. Schmidt besucht die Oberrealschule, macht 1933 Abitur, nimmt eine Lehrstelle in einem dortigen Textilwerk an, darauf eine Stelle als grafischer Lagerbuchhalter. Die Schwester emigriert zusammen mit ihrem jüdischen Mann in die USA. Arno Schmidt heiratet 1937 Alice Murawski, eine Arbeitskollegin. In dieser Zeit entstehen erste Erzählungen im imitierend spätromantischem Stil gehalten, wenig von dem verraten, was dann für den Leser Arno Schmidt werden soll. Und er arbeitet an einer hochstelligen Logarithmik. 1940 wird er zur Wehrmacht einberufen, meldet sich zur Artillerie, wohl weil sein mathematisches bzw. rechnerisches Talent hier ein Betätigungsfeld finden konnte. Es entstehen weitere literarische Arbeiten. Schmidt meldet sich 1945 zur Ostfront, weil dies mit einem Urlaub verbunden ist. Er organisiert mit seiner Frau die Flucht nach Westen, dann meldet er sich zur Armee zurück und gerät bald in britische Kriegsgefangenschaft. Internierung in Brüssel, Entlassung nach Norddeutschland, wo er seine Frau wieder trifft. Schmidt, der auf der Schule Englisch gelernt hat und sich autodidaktisch gebildet hat, wird Dolmetscher an einer Ausbildungsschule der englischen Besatzungsarmee für neu einzustellende deutsche Polizisten. Schmidt und seine Frau beschließen, das Leben als freier Schriftsteller zu wagen. Es entsteht die Erzählung Leviathan oder Die Beste der Welten, aus der ich zitiert habe. Die Erzählung wird mit zwei anderen in einem Band im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Schmidt erhält den großen Literaturpreis der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Der Preis wird von Alfred Döblin überreicht. Der mit 2000 D-Mark dotierte Preis hilft dem Schmidt aus allerlei finanziellen Problemen. Schmidt hat neben seinen eigenen Arbeiten, von denen er und seine Frau nicht leben können, angefangen, aus dem Englischen zu übersetzen. Er wird diese Erwerbsquelle bis an sein Lebensende benötigen, nur dass später dann literarisch Bedeutsames daraus wird. Zu Anfang ein Schmöker hier und da, später dann große Übertragungen von Poe, Cooper, Collins, Bulwer Lytton, Stanislaus Joyce. Die Situation für Schmidt wird nach der Anzeige wegen der Seelandschaft prekär. Er zieht mit Hilfe des in Darmstadt lebenden Malers Eberhard Schlotter nach Dorn um, um so in den Bereich einer anderen, vermutlich liberaleren Staatsanwaltschaft zu kommen. Dieses Manöver hat letztlich Erfolg. Am Ende wird das Verfahren mit Hinweis auf die in der bundesrepublikanischen Verfassung garantierte Freiheit der Kunst eingestellt. Ein rechtsgeschichtlich äußerst interessantes Ort. Schon früher hatte Schmidt sich Besonderheiten in seiner Prosa erlaubt. Satzzeichen setzte er nicht nach Regelvorschriften, sondern nach Maßgabe von Satzrhythmus und Sprachtechnik. Zuweilen ersetzte das Satzzeichensignalement die verbale Ausführung. Schmidt löst die regelgeleitete Orthographie auf, nicht nur solche Akkusmata wegen, sondern auch um semantische Mehrdimensionalität zu erzeugen. Arno Schmidt wollte nach Abschluss der Übersetzung der Little Page-Trilogie James Fenimore Coopers und der Niederschrift des bereits konzipierten Romans Julia oder die Gemälde doch noch das Projekt Lilienthal wieder aufnehmen. Es sollte ein Vier-Spalten-Buch werden, weit umfangreicher als Zettels Traum. Zettels Traum, sagte er mir, sei im Grunde eine Handübung für Lilienthal gewesen. Er schrieb Julia oder die Gemälde bis auf Seite 100. Als er den am Abend abgebrochenen Text fortsetzen wollte, traf ihn ein schwerer Schlaganfall. Er starb drei Tage später in einem Krankenhaus in Celle. Julia endet mit der Frage, ob Fleiß eine Tugend sei oder eine bloße Lebensnotwendigkeit. Voraufgegangen war dieser Frage ein Zitat Alexander von Humboldts, der auf die Frage, was das Wesen des Menschen ausmache, gesagt haben soll, sie sind sämtlich faul. Er starb während der Arbeit gerade mal 65 Jahre alt.
muss ich doch die Frage stellen, was das überhaupt heißt, dass ein Autor Einfluss hat. Wenn es heißt, dass ein zweiter Autor kommt, der dann so ähnlich schreibt wie der erste, dann ist das kein Einfluss, sondern das ist Nachmachen und Manier und dann ist es schon Scheitern. Also man wird einen solchen konkreten Nachweis bei Arnold Schmidt wie bei keinem anderen bedeutenden Autor finden. Sie haben die Frage der Wortspiele, der Vielsemantigkeit von Wörtern angesprochen. Und ist das im Deutschen deshalb besonders auffällig, weil man im Deutschen die Orthographie ändern muss? Im Englischen ist das viel einfacher. Nicht? Also wenn Sie in dem bekannten Lied sagen, The House of the Rising Sun, dann können Sie sowohl Sonne wie Sohn da heraushören und Sie können beliebig von der Akustik her weiterspielen mit den beiden Bedeutungen. Im Deutschen muss man dann eine komplizierte Verschreibung machen und es wirkt ganz anders, gewollter, avantgardistischer, bemühter vielleicht manchmal auch, was in anderen Sprachen anders geht. Es ist gerade der letzte Band einer auf dreibändigen Kafka-Biografie erschienen und in einer Rezension wurde am Ende die Frage gestellt, aber wie aus diesem Mitglied der jüdischen Mittelklasse in dem und dem Ort Kafka werden konnte, beantwortet uns auch diese Frage, Biografie nicht. Nein. Die Schüler von Sigmund Freud haben zusammen mit ihm sich einmal in der Woche getroffen und verschiedene Fragen der psychoanalytischen Theorie und Praxis diskutiert. Da einige seiner Schüler auch literarische Vorlieben hatten, haben sie auch über Literatur diskutiert. Und so haben sie dann bei verschiedenen Autoren, zum Beispiel bei Kleist, nachgewiesen, dass Kleist ein Neurotiker war. Wie ein Neurotiker Kleist werden konnte, haben sie damit nicht beantwortet. Und Freud, der wesentlich klüger war als seine Schüler, sagte, unsere Methode taugt wie überhaupt keine andere Methode dazu, zu erklären, was ein Genie ist. Wenn der Autor kein großer und eigenwilliger Stilist ist, kann die Übersetzung sogar besser sein als das Original. Schmidt selber war dieser Meinung und ein Rezensent hat es ihm bestätigt. Schmidt hatte von Wilkie Collins die Frau in Weiß, The Woman in White, übersetzt. Und die war in Deutschland ein großer Erfolg. Er sagte, das ist mein einziger Bestseller. Und es hat ein englischer Rezensent sich gefragt, warum ist ein Roman von Wilkie Collins, einer von diesen Romanen, die wir alle nicht mehr lesen können, plötzlich in Deutschland so populär? Und er sagte, die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass Arno Schmidts Deutsch wesentlich besser und reichhaltiger ist als Wilkie Collins Englisch. Schmidts Kritik an der Übersetzung von Georg Goyard, an der Übersetzung des Ulysses, bezog sich einmal darauf, dass sie unglaublich fehlerhaft war. Also ganz einfach schlichte Übersetzungsfehler enthielt, und zwar sehr, sehr viele. Und dann am Ende warf er ihm vor, dass Goyard die poetische Dimension von Joyce' Sprache nicht erfasst hatte, den Klang. Also er sagte einmal in dem Kapitel die Sirenen, nicht, das das ist das Gerede und Gequatsche von Bordellmädchen am Schanktisch. Aber das ist das Kapitel der Sirenen in der Odyssee. Er sagt, das muss Gesang sein, das muss klingen. Und im Englischen, wenn man das laut vorliest, dann ist es ein Singsang. Und das muss man im Deutschen durch geeignete Wortwahl erzeugen. Und das war Schmidt manchmal wichtiger als die semantische Genauigkeit, dass dieser Klang und die damit verbundene Atmosphäre deutlich wird.